Wir schreiben das Jahr 1977. Es ist kurz nach 9:30 an einem schwülen Sommerabend in New York City. Der Stadt geht es schlecht. Während an der Wall Street noch gearbeitet wird und die Bewohner der Upper East Side sich auf einen angenehmen Abend einstimmen, herrscht in Harlem Verzweiflung und Perspektivlosigkeit. Die Wirtschaft schwächelt seit längerem. Die Schere zwischen Arm und Reich scheint sich im Sekundentakt zu weiten und zusätzlich sorgt ein Serienmörder für die größte Fahndung in der Geschichte der Stadt und verbreitet unter den Bürgern Angst und Schrecken. Und auf einmal geht das Licht aus. Was dann folgte, hätte wohl niemand ahnen können. Am Abend des 13. Juli 1977 legen zwei Blitzschläge so gut wie das gesamte Stromnetz New York Citys für insgesamt 25 Stunden lahm. Schuld an dem Stromausfall sind ein marodes Stromnetz und eine unterbesetzte Stromgesellschaft. Fehlentscheidungen werden getroffen, ein paar technische Defekte und 9 Millionen New Yorker werden innerhalb von einer Stunde zurück ins Mittelalter katapultiert. Ein Stromausfall in einer Stadt wie New York legt einfach alles lahm. Flughäfen, Bahnhöfe, Geschäfte, Unternehmen, alle mussten innerhalb von wenigen Minuten den Betrieb einstellen und schließen. Krankenhäuser mussten ihren Strom provisorisch mit Generatoren erzeugen. Auf den Straßen herrschte reinstes Chaos. Taxifahrer verlangten Wucherpreise für die erschwerten Fahrten entlang der Häuserblocks ohne Straßenbeleuchtung oder Ampelsystem. Einige Cafés und Restaurants entschlossen sich kurzerhand auf Kerzen umzusteigen. Am Broadway wurden Theater und Musicals mit Hilfe von Taschenlampen beendet und wieder andere New Yorker haben sich einfach über einen verfrühten Feierabend gefreut, den sie zu Hause in Ruhe ausklingen lassen wollten. Doch so friedlich lief der Blackout nicht in allen Teilen der Stadt ab. In der Sekunde, in der der Strom ausfiel, brachen in vielen Teilen New Yorks wütende Krawalle aus. Den Ursprung hatten diese Krawalle größtenteils in den Barrios und Ghettos wie Harlem, Crown Heights sowie in einigen Stadtbezirken der Bronx und Brooklyns. Wütende Unruhestifter zogen durch die Straßen und randalierten. Hunderte Autos und einige Häuserblocks wurden angezündet, über 1000 Geschäfte geplündert und wirklich alles, was auf die Schnelle mitgenommen werden konnte, wurde mitgenommen. Lebensmittel, Autos, Fernseher, Schmuck, Alkohol, Kühlschränke, einfach alles. Plünderer wurden auf der Flucht mit ihrem Diebesgut oft von anderen ausgeraubt. Auf einmal galt das Gesetz des Stärkeren. Hunderte Polizisten, Feuerwehrleute und Zivilisten wurden verletzt. Insgesamt mussten 8000 Polizisten einschreiten und weit über 3000 Menschen wurden verhaftet und in maßlos überfüllte, sanierungsbedürftige Gefängnisse gesteckt. Innerhalb von nur wenigen Stunden herrschte in Teilen New Yorks die totale Anarchie und der finanzielle Schaden ging in die Milliarden. In den folgenden Tagen entstand in den ärmeren Vierteln New Yorks ein Schwarzmarkt, auf dem intensiv mit der geraubten Ware gehandelt wurde. Stromausfälle sind in New York aufgrund der überholungsbedürftigen Stromnetze bis heute keine Seltenheit und waren es auch damals nicht. 1965 gab es bereits einen vergleichbaren Blackout. Damals waren mit 25 Millionen Menschen in New York und 7 weiteren Bundesstaaten knapp 3-mal so viele Menschen betroffen. Die Reaktion auf diesen Stromausfall war allerdings eine ganz andere und die Zeit ohne Strom verlief friedlich. Um den Frust und die Wut einiger Bürger in jener Nacht zu verstehen, hilft es sich, die Wirtschaftslage zu jener Zeit anzuschauen. Die Vereinigten Staaten der 70er wurden durch die weltweite Ölpreiskrise 1973 stark getroffen. Auch der Nachkriegsboom, der sich durch starkes Wirtschaftswachstum auszeichnete, näherte sich in diesen Jahren einem Ende. Insbesondere New York City, das wirtschaftliche Zentrum der Vereinigten Staaten, hatte Schwierigkeiten, sich diesen Entwicklungen anzupassen und die Schulden der Stadt schossen in die Milliarden. Drastische Haushaltskürzungen waren die Reaktion und insbesondere die Menschen, die sich ohnehin vom System und der Regierung vernachlässigt und abgehängt fühlten, trafen diese Entscheidungen besonders. Eh schon sanierungsbedürftige Krankenhäuser, Gefängnisse und Bildungseinrichtungen erhielten schlagartig weniger Geld. Zehntausende Arbeitsplätze wurden abgebaut und in den ärmeren Vierteln New Yorks stieg die Arbeitslosigkeit auf bis zu 40% an. Die Armut erreichte neue Level, Kriminalitätsraten kletterten in die Höhe und vor allem jungen Menschen fehlte es an Perspektive. Die Schere zwischen Arm und Reich wuchs. Der Zusammenbruch des Stromnetzes führte quasi zum Zusammenbruch der sozialen Ordnung und entfesselte in den armen Vierteln New Yorks die sonst unterdrückte Wut vieler frustrierter Minderheiten. Der Stromausfall war ein Trigger, der die sozialen Probleme einer Stadt auf gruselige Weise zum Vorschein brachte. Während auf den Straßen Harlems Krawalle für unzählige Verletzte, einige Tote, tausende Brände und zerstörte Geschäfte sorgten, feierten die Bewohner der Upper East Side Partys auf den Bürgersteigen. New York hat nicht nur gezeigt, wie ein paar Stunden ohne Strom
wiederum die sozialen Probleme einer Stadt offenbaren können, der Blackout ist auch ein Mahnmal dafür, wie abhängig unsere Gesellschaft vom Strom ist. Im Rest der Welt und auch in Deutschland kommt es immer mal wieder zu flächendeckenden Stromausfällen. Und obwohl Deutschland eines der sichersten Netze der Welt hat, ist ein Ausfall durch Ereignisse wie Naturkatastrophen oder Anschläge nie komplett verhinderbar. Ein längerer Zeitraum ohne Strom würde wohl jede Gesellschaft schnellstens in den Abgrund befördern. 2 oder sogar 3 Wochen ohne Strom und halb Deutschland würde vermutlich brennen. Vom Abwasser bis hin zum Bankenwesen, unser Alltag würde wie ein Kartenhaus zusammenfallen. Zum Glück ist ein Stromausfall für länger als 4 Tage in ganz Deutschland aber wahnsinnig unwahrscheinlich und die Regierung hat auch Notfallpläne, falls es doch mal zum totalen Blackout kommen sollte. Dennoch hat New York uns 1977 an einem schwülen Sommerabend einen düsteren Einblick in eine Gesellschaft ohne Strom gegeben und gezeigt, was passiert, wenn plötzlich das Licht ausgeht. Cheers!